wärst besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Die Herde aus. Trainieren! Jagen! Töten! Opfer gemacht. Kenne deine Aufgabe. Achte auf deine Zeit. Opfere die Schwachen. Mach weiter. Du bist schwach. Keul die Schwachen! Gut. Feuer, die Waffen!
Nicht übel. Genauso. Du bist ein Krieger. Immer weiter. Fenster auf. Yes, Sir. Mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Die sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Ja. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolf, Stan? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, sie hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey, Kumpel. Hey, hallo, Deputy. Ich würde gerne reden, aber Eli will was von dir.
du bist wach. Eli will kurz mit dir reden. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Und deshalb gibt's den zweiten Verfassungszusatz. Maverick hier. Wenn ihr es zu Beginn deiner Hand gehört habt, dann seid meiner. Kindheit rechne ich mit dem Schlimmsten. Deshalb kann mir der Scheiß. Da draußen sind noch immer Judges. Gott, Murphy, sie nehmen kein Ende. Wenn das hier vorbei ist, ziehe ich hier weg. Ein Schalldämpfer ist gut für meine Ohren. Bevor Jacob und seine Peggys hergekommen sind, hätte ich sowas nie gesagt. Aber man kann wirklich nie gut genug vorbereitet sein. Gut, dass du auf den Beinen bist. Dutch out. Dutch out. Da bist du ja. Hey, Dutch doch mal. Joseph hat schon Schaum vom Mund, so wütend ist. Schick diese Peggys einfach zur Hölle. Wir zählen auf euch. Du rappelst dich schnell wieder auf. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert, und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Und geh nicht hoch, bis ich es dir sage. Hör mal, wir haben hier alle unsere Probleme. Jeder von uns hat irgendwas getan, Gutes wie Schlechtes. Und wir alle haben Leute verloren, die uns nahestanden. Viel zu viele von ihnen. Was ich damit sagen will... Jeder kommt zu Dan und hat noch Leichen im Keller. Aber wir kümmern uns umeinander, ganz egal, was vorgefallen ist. Wie in so einer riesigen, verkorksten Patchwork-Familie. Eine Menge Straßensperren auf den Hauptwegen. Haltet euch an die Seitenstraßen. Genau die Person, nach der ich gesucht habe. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Hey, hast du kurz Zeit? Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Das ist total...
Also ein paar Peggy-Jäger aufzuspüren und einzeln abzuknallen. Das macht mich echt scharf. Sehe Bewegung am Aussichtsturm. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubekommen. Sicher zu gehen. Ich dachte, der hält mir aus. Scheiße, ja, Deputy. Jetzt halten wir dagegen. Erzähl niemandem von dem Wolfstern.